Dass ein britischer Monarch sich zu politischen Themen äußert, eine absolute Seltenheit. König Charles hat das nun getan, nach den rechtsextremen, migrantenfeindlichen Ausschreitungen in Großbritannien. Er dankte Polizei und Rettungskräften. Angeheizt wurden die gewalttätigen Randalierer offenbar durch Fake News über die Herkunft des Jugendlichen, der drei Kinder in Southport getötet hatte. Ziel der Proteste waren vor allem Muslime. Was das mit dem Land macht, berichtet Valerie Krall. Der Schock über die rechte Gewalt in den britischen Innenstädten sitzt immer noch tief. Auch wenn die schlimmsten Ausschreitungen eine Woche her sind, die Folgen sind heute noch zu spüren. So wie hier in den Geschäften und Restaurants im nordenglischen Bolton. Normalerweise habe ich mittags bis zu 200 Kunden hier. Aber die Innenstadt ist seit Tagen komplett leer. Meine Kunden haben Angst und kommen nicht. Es ist schlimm. Die Ausschreitungen der vergangenen Wochen haben vor allem bei muslimischen Briten ein Gefühl der Unsicherheit ausgelöst. Denn auch wenn die rechtsextremen Randalierer eine kleine Minderheit sind, die Parolen gegen Einwanderer und Flüchtlinge treffen vor allem in Städten Nordenglands einen Nerv. Oft da, wo überdurchschnittlich viele Flüchtlinge untergebracht sind. Es gibt eindeutig negative Einstellungen gegenüber den Menschen, die per Boot herkommen und Asyl beantragen. Und gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels, oft in eher strukturschwachen Orten, weil es da günstiger ist. Das Thema der Bootsflüchtlinge beschäftigt die Briten seit Jahren. 2023 sind auf diese Weise etwa 29.000 Menschen ins Land gekommen. Ein sehr kleiner Teil der Einwanderung insgesamt, denn die große Mehrheit der Migranten, im vergangenen Jahr etwa 800.000, kommen seit dem Brexit legal mit Arbeits- oder Studentenvisum hierher. Die konservative Vorgängerregierung aber hatte die Debatte immer wieder angeheizt. Stop the boats. Stop the boats. Stop the boats. Stopp die Boote. Ein Slogan, der nun auch bei rechten Protesten zu hören war. Auch wenn ich sicher bin, dass Rishi Sunak solche Szenen wie in den letzten Tagen nicht wollte, Politiker, die solche Slogans benutzen, tragen eine gewisse Verantwortung daran. Mit den Folgen muss sich nun die neue Regierung unter Keir Starmer beschäftigen. Der Premier setzt auf hartes Durchgreifen und Abschreckung gegen die Randalierer. Mehr als 700 Menschen hat die Polizei mittlerweile verhaftet. Auch Gefängnisstrafen wurden schon verhängt. Die Methode scheint bislang zu funktionieren. In den vergangenen Tagen gab es hauptsächlich friedliche Gegendemonstrationen und keine Krawalle mehr. Die Angst vor weiteren Ausschreitungen aber wird wohl bei vielen noch bleiben.